your number one gym to be. Stay strong, healthy, and fit. Get ready for your Fit 7-Eleven home workout. Hi, ich bin Christine und heiße dich herzlich willkommen zu Bayo. Bayo ist eine Kombination aus Bar und Yoga. Und durch die Übungen aus dem Bar-Workout bringen wir unseren Körper so richtig in Fahrt, lassen also die Muskulatur richtig schön brennen und nutzen dennoch die achtsamen Vorteile von Yoga. Okay, lass uns beginnen. Du brauchst nur deine Yogamatte. Und wir kommen direkt in einen Fersensitz. Darauf achten, Fußspann ganz flach ablegen. Und auch hier jetzt schon mal gucken, dass deine Fersen nicht so nach außen kippen, sondern bring sie mal ein bisschen näher zusammen. Und dann erstmal sitzen, Schultern kreisen. Auch hier richte dich schon mal auf. Kopf will immer höher mit der Einatmung und die Schultern weit nach unten, wenn du ausatmest. Noch 3 Runden. Lass die Kreise ruhig richtig groß werden. Und dann wechsel die Richtung. Wir kreisen von hinten nach vorn. Auch hier noch 3 Runden. Behalte die Länge einmal in der Wirbelsäule, Bauchnabel zieht leicht ein und das Brustbein hebt nach oben an. Und dann mit der Einatmung Schultern nach oben ziehen und fallen lassen aus. Noch 2-mal. Dann dreh dich einmal mit der Brust nach vorn, fass mit der rechten Hand das linke Knie und lehn dich mal leicht zurück. Wir dehnen jetzt den Fußspann auf. Auch hier einatmen, das Brustbein hebt an, Länge in der Wirbelsäule beibehalten. Halte noch für 3, 2, 1 und lösen. Seitenwechsel, sanfte Drehung einmal nach links. Linke Hand greift das Knie. Auch hier lehn dich zurück, lange Rücken. Und auch hier genieß diese Dehnung in deinem Fußspann. Halte noch für 3, 2, 1 und lösen. Von hier 4-Füßler-Stand, die Hände unter die Schultern, Fußzehen stellen auf. Und dann lass uns erstmal die Wirbelsäule geschmeidig machen, die gesamte Rückenmuskulatur. Beweg dich hier immer ganz intuitiv, kreis das Becken, die Schultern. Und dann lass uns gemeinsam hier einmal in die neutrale Position, 4-Füßler-Stand kommen. Hohlrücken mit der Einatmung, hebt die Brust an, das Herz, ausatmen, Katzenbucke. Noch 4-mal. Einatmen, sanfter Hohlrücken, ausatmen, Rundrücken. Noch 3. Noch 2. Noch 1-mal. Einatmen, 4-Füßler-Stand. Gerne mal die Fingerspitzen einmal zu den Knien und dann ganz sanfte Wippbewegung zurück machen, dass du auch hier deine Handgelenke noch ein bisschen wärmer machst, mobilisierst, diesen Dehnungszug an den Unterarmen genießt. Ruhig noch 3-mal, 2, 1 und dann die Finger wieder unter die Schultern, Fußzehenstellen auf und schieb dich in deinen herabschauenden Hund. Und dann lass den Hund ruhig mal ein bisschen spazieren, lauf auf der Stelle, schau mal nach links und rechts. 5 tiefe Atemzüge hier und du nutzt diesen Hund aus, um die Beinrückseiten warm zu machen, deine Hamstrings aufzudehnen, gerade auch so die Waden, die Achillessehne und vor allem die Schultern zu öffnen. Noch 2-mal tief ein, heb ruhig die Ferse mal an, High Heels, ausatmen, Fersen absinken. Noch 1-mal mehr. Und dann den Blick nach vorne und lauf mit 2 Schritten zum Mattenanfang, gerade Rücken einatmend. Tiefe Vorbeuge aus, ruhig die Knie weich lassen und dann Roll up, Wirbel für Wirbel, komm an den Mattenanfang. Schultern kreisen, von hier, ich drehe mich einmal zu euch, ihr bleibt gerne am Mattenanfang stehen. Erste Position, wir beginnen, wenn die Füße geschlossen sind, das Gewicht etwas in die Fersen, Füße öffnen, das ist deine natürliche erste Position aus dem Ballett. Arme ganz entspannt locker hängen lassen und dann so eine Grundspannung in die Arme bringen. Finger sind entspannt. Und wir starten mit kleinen Pliés. Wir beugen die Knie, wir öffnen die Arme und kommen zurück. Das Schambein zieht nach oben, Brustbein wächst. Noch 8. Auch hier genießt die Dehnung in den Waden. Bleibt gerade. Das sind jetzt keine Squats, die wir machen. Das Plié, wir wollen immer das Becken nach unten zu den Fersen bringen. Noch 4. Noch 3. 2, halte. Und wir machen kleine Wipper-Bounce auf 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, halte. Schultern kreisen. Von hier das Relevé. Wir sorgen jetzt für ein bisschen mehr Gleichgewichtstraining und vor allem für die Wadenmuskulatur. Beim Relevé heben die Fersen an und senken. Anheben und absenken. Anheben, absenken. Auch hier noch 8, wo ich die Arme anheben. 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1 und nochmal hoch halten. Relevé, Oberschenkel fest, Waden fest, Bauchnabel zieht ein, Brustbein hoch. Halte für 5, 4, 3, 2, 1 und wieder Relevé absinken. Die Arme kommen nach unten auf 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Einatmen, Plié, die Arme heben an. Klassische Haltung, lass die Schultern tief sinken. Seitneige rechts. Flanke lang machen. Mitte ein, Seitneige links. Mitte ein, nochmal Seitneige rechts. Mitte ein, Seitneige links. Mitte ein, die Finger gerne mal verflechten. Und dann roll hier mal mit den Händen wie so ein Deckelchen mal über dem Kopf. Wir bringen mehr Bewegung nochmal in die Schultern. Ruhig die Richtung wechseln. Und dann wieder Arme öffnen. Noch eine Runde. Relevé. Fersen heben, senken. Heben, senken. Auf 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oben halten. Bauchnabel einziehen. Oberschenkel fest. Das darf ein bisschen wackelig sein. Noch 3, 2, 1 und löse. Fersen nach außen, Arme einatmend hoch. Tiefe Vorbeuge mit der Ausatmung. Oh, und dann hier ruhig den Kopf mal ausschütteln, bewegt die Knie. Wipp gern von links nach rechts. Noch 2 tiefe Atemzüge hier. Und du versuchst mit der Ausatmung den Bauchnabel immer ein Stückchen einzuziehen und noch tiefer zu sinken. Und dann wieder langsam Wirbel für Wirbel, roll dich nach oben. Wenn du angekommen bist, Schultern kreisen. Ich drehe mich wieder zu euch nach vorn. Wir kommen zurück in die erste Position. Schambein zieht nach oben, Bauchnabel zieht ein, Brustbein hebt an, Schultern tief. Wir starten mit dem Tendu und dem Jeté. Rechtes Bein schiebt nach vorn, auch hier Brust hebt an, Spitze machen und zieht zurück auf 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tendu zur Seite. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tendu zurück. Auch hier, wir schieben den Fuß zurück, bis die Spitze kommt und ziehen wieder ran. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, halte hinten, der linke Arm, gerne wie du jetzt stehst, öffnet, rechter Arm zieht nach oben, dein Standbein beugt und dann heb mal hinten das Bein an, das Jeté, Zehenspitzen setzen ab auf 8, 7, das Brustbein will nach vorn, du hältst die Spannung im Bauch, letzten 5, 4, 3, 2, 1 und oben halten. Gerne versuch das Standbein zu strecken. Das Arabesque. Das darf ein bisschen wackelig sein. Wenn ihr rauskommt, nicht schlimm. Dann einfach nochmal den Fokus nach innen zu dir richten und hochkommen. Und zurück. Erste Position. Wir wechseln die Seite. Von hier linkes Bein. 8-mal. Tendu. Vor. Zurück. 7, 6. Das ist ganz viel Fußarbeit. Du streckst den Fuß und ziehst wieder ran. Letzten 3, 2, 1. Und Tendu zur Seite. Letzten 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tendu zurück. Auch hier, ich drehe mich nur schon mal für euch wieder um. 5, 4, 3. Du bist fest im Standbein. Der Po ist angespannt. Dein Quadrizeps, der Oberschenkel. Letzten 2, 1. Wieder das Bein hinten halten. Gerne das Standbein etwas beugen. Das Knie zeigt leicht nach außen. Dein Arm, wo das Bein vorne ist, hebt an, der andere zur Seite. Von hier das Jeté, wir heben das Bein und setzen die Zehenspitzen ab. Gestrecktes Bein heben, absetzen auf 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oben halten, gerne Standbein strecken, Arabesque, halte für 3, 2, 1 und zurück. Erste Position. Schultern kreisen, alles mal ausschütteln. Von hier wieder erste Position einnehmen. Schambein nach oben, Füße sind nach außen geöffnet.
Von hier das rechte Bein schiebt nach vorn in das Tendu. Jeté, hebt an, wieder absetzen. Rond de jambe, wir machen einen großen Bogen zurück. Ziehen die Arme mit nach vorn und schieben uns noch tiefer in den Ausfallschritt für eine Variante High Lunge Krieger 1. Du kannst das rechte Bein vorne ruhig nach außen gedreht halten. Herz hebt an. Drei tiefe Atemzüge hier. Brustbein hebt noch höher an. Schultern sinken mit der Ausatmung. Mit der Ausatmung lehn dich wieder weit nach vorn. Wir nehmen den Schwung, die Energie mit und kommen zurück in die erste Position. Wechseln die Seite, linkes Bein nach vorn, tendu, jeté, absetzen, rond de jambe, großer Bogen, die Arme ziehen nach vorn. Wir gehen noch tiefer in den Ausfallschritt und heben das Brustbein an. Wir wollen hier diese Außenrotation vom Oberschenkel ausnutzen. Von daher schiebt das Knie vorne noch mehr zur Seite. Drei Atemzüge hier. Schultern sinken tief und dann wieder ausatmen, Oberkörper lehnt nach vorn, Kraftenergie mitnehmen. Erste Position, Fersen nach außen, tiefe Vorbeuge. Kopf ruhig mal ausschütteln, Beine bewegen. Wenn du die Hände zum Boden bekommst, auch hier vielleicht mal die Hände unter die Füße bringen oder einfach die Knöchel oder Waden greifen. Noch zwei Atemzüge hier. Und dann wieder langsam Wirbel für Wirbel, roll dich nach oben. Zurück. Erste Position. Ihr kennt das jetzt schon, wir bringen die Arme mit der Einatmung direkt über Kopf. Achtmal Relevé auf 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nochmal hoch, oben halten für 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen, die Hände wieder vor das Becken, Schultern tief. Euer rechtes Bein schiebt vor, tendu, jeté, absetzen, rond de jambe, großer Bogen zurück, Variante Krieger 1. Wir setzen den Fuß hinten um für die Variante Krieger 2. Rechter Arm zieht nach vorn, lehn dich zurück in den friedvollen Krieger. Auch hier öffne die Flanke, halte für drei Atemzüge. Und dann wieder, nimm den Schwung mit, komm nach vorn. Wir machen von hier eine Übung für das Passé. Auch hier, wir müssen den Schwung ausnutzen. Wir ziehen nach unten und wir wollen die Energie hinten zu dem Fuß bringen. Wenn der Schritt jetzt zu groß ist, ruhig etwas verkleinern. Wir kommen ran, Passé. Tief. 8 Wiederholungen. Das Passé, du bringst die Zehenspitze innen an deine Wade. Letzten 6. 5. 4. 3 Wiederholungen, 2, letzter, halte und zurück. Ruhig die Hände absetzen und Step Back, herabschauender Hund. Durchatmen, beweg dich hier ruhig in deinem Hund. Mal das Gesäß nach links und rechts schieben. Noch den Blick ruhig mal nach vorn und wieder zurück zu den Füßen. Mit der nächsten Einatmung, das rechte Bein hebt elegant nach hinten oben an. Dreibeiniger Hund. Auch hier machen wir das Jeté. Wir bringen mit so einer abgebremsten Variante, also mit Kraft aus dem Oberschenkel, das rechte Bein tief und mit Schwung hoch. Abbremsen tief, Schwung hoch. Noch 6 Wiederholungen. Höp. Noch 5. 4. Du darfst das Becken hier öffnen, rechts, letzten, 3, 2, oben halten, kleine Bouncer machen, 8 Wiederholungen, das rechte Bein will noch höher auf 8, 7, 6, Becken ruhig öffnen, rechts, 5, 4, 3, lass den Fuß gestreckt, 2, 1, halten und Kreise machen in der Luft. In eine Richtung 3 Wiederholungen, dir darf jetzt warm werden, in die andere Richtung. Mit der Einatmung das Bein nochmal weit anheben. Ausatmen, rechter Fuß elegant nach vorn zwischen die Hände. Wir drehen uns einmal nach vorn und kommen direkt in einen weiten Kretschstand. Bring die Füße ruhig weit auseinander und lass dich tief nach unten in die Vorbeuge sinken. Beug die Knie, roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. So, einmal kurz sortieren.
Und dann verkleinern wir hier von diesem Kretschritt einmal unsere Position. Wir bringen die Beine enger zusammen. Zweite Position Ballett. Wir gehen in das Plié. Beugt die Knie nach außen. Kommt zurück. Beugen. Zurück. Beugen. Zurück. Auf 8 Wiederholungen. 7. Das Becken wird tief. Auch hier nicht an diesen Squat denken. Das Plié. Der Rücken kommt gerade nach unten. 4. 3. 2. Halte. Gerne die Hände mal in das Namaste nehmen und wir bouncen auf 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, halte. Die Arme mit der Einatmung einmal über Kopf, rechte Ferse hebt an, wir halten. Becken gerne noch ein bisschen tiefer, noch 3, 2, das darf jetzt brennen im Oberschenkel und wir bouncen wieder auf 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Beine strecken, kurze Pause und wieder komm tief in dein Plié. Linke Ferse hoch, auch hier halte. 3, 2, 1 und wieder bouncen. 8, tiefer mit dem Becken, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Beine strecken. Fersen nach außen, tiefe Vorbeuge, Kopf ausschütteln. Gerne die Hände zum Boden bringen. Und dann lauf direkt einmal nach hinten zum Mattenende und step back, herabschauender Hund. Auch hier beweg dich. 5 Atemzüge hier. Nutz den Hund hier als Pause. Schieb das Gesäß weit nach hinten oben, lass den Rücken lang. Und mit der Ausatmung das Herz will ein bisschen tiefer die Fersen Richtung Mattenboden. Gemeinsam wie eine Welle mit der Einatmung. Roll dich nach vorn, hohe Planke. Ein Chaturanga. Sinke tief, leg dich ab. Kleine Kobra ein. Stellung des Kindes mit der Ausatmung. Und dann nutze die Stellung des Kindes auch nochmal als Pause. Lass alles zur Ruhe kommen. Den Atem, der sich beruhigt. Die Arme dürfen schwer werden, der Bauch ganz weich. Gern die Stirn rollen von Schläfe zu Schläfe. Noch 3 Atemzüge hier. Und dann streck die Arme schon wieder weit nach vorn mit der nächsten Einatmung. Wirbel für Wirbel, roll dich nach vorn. Herabschauender Hund mit der Ausatmung. Wir wechseln direkt die Seite. Das linke Bein hebt nach oben an. Auch hier das Jeté im herabschauenden Hund. Gestrecktes Bein sinkt tief mit Schwung hoch. Abbremsen, tief, Zehenspitzen berühren den Boden und hoch, noch 6, 5 Wiederholungen, 4, versuch die Schultern auf einer Höhe zu lassen, aber du darfst die linke Hüfte ruhig öffnen, letzten 2, gern noch einer, gemeinsam und das Bein oben halten, 8, kleine Wipper, das Bein will noch höher, 7, 6, gestreckt lassen das linke Bein, Fuß gepointet, 3, 2, 1, oben halten. Den Kopf ruhig mal ausschütteln, die Hände schieben dich weg von der Matte. Und dann machen wir wieder Kreise, 3 Runden in die eine Richtung. Auch hier genieß mal die Wärme, die jetzt im Körper aufsteigt, Richtung wechseln. Und dann wieder einatmen, linkes Bein weit nach oben. Ausatmen, den Fuß elegant zwischen die Hände. Komm nach oben direkt, High Lunge. Kurz durchatmen. Das Herz hebt an. 3 Atemzüge hier. Wir setzen hinten den Fuß um für den Krieger 2. Linker Arm hebt an. Lehn dich weit nach vorn. Im großen Bogen zurück. 3 tiefe Atemzüge hier in die Flanke einatmen. Mit der Ausatmung lehne ich wieder nach vorn. Gerne den Schritt verkleinern. Wir gehen wieder in das Passé. Wir nehmen den Schwung mit und du bringst jetzt den linken Fuß an das rechte Bein. Hopp. Letzten 7. 6 Wiederholungen. Bleib im Tempo. 5. 4. 3. 2.
und halte. Und zurück. Puh. Zurück in den Kretschritt kommen einmal. Wir machen noch eine Runde in der zweiten Position. Ruhig die Füße etwas verkleinern. Fußchen zeigen nach außen. Plié. Komm tief. Und streck die Beine. Noch acht. Bleib stark, aufgerichtet. Schön, lass die Brust oben. Letzten vier. Drei. Zwei. Tief halten. Und wir bouncen auf acht. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Halte. Rechte Ferse hoch. Links dazu. Wir halten für fünf. Vier, drei, zwei, eins und löse. Arme hoch, Füße einmal schließen. Tiefe Vorbeuge mit der Ausatmung. Und auch hier nochmal alles hängen lassen, Kopf ausschütteln. Und dann beginn schon mal die Knie zu beugen und komm in einen Sitz auf deiner Matte. Ruhig die Füße mal ausstrecken, mal die Waden lockern, entspannen. Und dann die Füße ganz bewusst pointen, strecken. Die Knie sind voll durchgestreckt. Sitzfleisch gerne hinten etwas rausziehen. Ganz gerader Sitz. Die Kopfkrone will noch höher. Auch hier genießt nochmal die Wärme, die jetzt im Körper entstanden ist. Bring schon mal die Hände mit etwas Abstand hinter dein Gesäß. Die Arme gestreckt. Brustbein hebt an. Mit der nächsten Einatmung hebt das Becken an. Kinn hoch Richtung Decke und ausatmen, lösen, setz ab. Die Arme hoch mit der Einatmung, Bauchnabel zieht ein, tiefe Vorbeuge mit der Ausatmung. Auch hier nutze ruhig den Atem, um dich immer tiefer vorzuarbeiten, die Dehnung am unteren Rücken zu genießen, an den Beinrückseiten. Noch drei Atemzüge hier. Paschimottanasana. Ruhig die Füße auch mal ein bisschen mehr strecken. Und dann ganz bewusst jetzt anziehen, flexen. Dann dehnen wir noch mal ein bisschen jetzt mehr die Waden. Und zieh dich noch tiefer. Oh, Wirbel für Wirbel. Roll nach oben. Schultern kreisen. Fußzehen einmal aufstellen. Wir gehen noch mal in Reverse Tabletop. Finger hinter das Gesäß. Arme strecken. Brustbein will hoch. Dann Druck mit den Füßen in die Matte und heb das Becken, das Gesäß einmal an. Noch hier öffne das Brustbein weit. Halte noch für drei, zwei, eins und löse. Einmal den Wechsel. Wir gehen wieder in den Vierfüßlerstand. Aber diesmal bring die Unterarme auf deine Matte. Wir machen jetzt nochmal was für das Gesäß. Gerne Unterarme ablegen, Finger entweder nach vorn oder auch gerne die Ellenbogen greifen. Das, was für dich jetzt besser ist. Wichtig ist mir hier, dass ihr den Bauchnabel leicht einzieht und wir eine Grundspannung jetzt im Bauch, in der Chormuskulatur hier behalten. Fußspann ruhig flach abgelegt lassen, mit der Einatmung rechtes Bein schiebt nach hinten und hebt an. Und dann beugt man das rechte Knie nach außen. Wir machen eine Variante, das nennt sich Attitude Derrière. Das Knie bleibt nach außen und du bringst jetzt nur den Fuß gestreckt einmal so auf die Wade und hebt das Bein wieder an für acht Wiederholungen. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, ich hoffe, euch tropft auch der Schweiß. Eins, oben halten das Bein. Nochmal das Knie mehr nach außen drehen, den Fuß bewusst strecken. Und wir machen acht kleine Bounce, das Knie will höher. Acht, sieben, sechs, fünf. Behalt wieder die Bauchspannung, Bauchnabel zieht ein. Drei, zwei, eins. Halten. Das Knie zieht jetzt noch mehr nach vorn. Einmal die Unterarme. Wir gehen eine Etage höher auf die Hände. Fire Hydrant. Ich wechsle mal die Seite, dass ihr das besser seht. Rechtes Bein ist immer noch angehoben. Fuß gepointet. Knie schließen, über die Seite anheben. Schließen, öffnen auf 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, oben halten. Und wieder bouncen mit den Knie höher. 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Halten, nachspüren, genießen. Lass es richtig brennen in der linken Pobacke. Und schließen. Becken einmal kreisen, das Gesäß hier so ein bisschen lockern. Und wir wechseln die Seite. Unterarme legen wieder ab. Fußspann flach, linkes Bein gestreckt nach hinten einmal lang machen. Das Knie schiebt nach außen wie im Passé, das Bein hebt an. Attitude derrière als Variante hier im Vierfüßlerstand. Ausatmen, das Bein nach unten bringen, Fußspann berührt so die Ferse und anheben. Auf 8, 7, 6, 5 Wiederholungen, 4, 3, 2, oben halten. Endspurt, wir haben es gleich. Das Knie noch ein bisschen höher und so Bouncer machen. 8, 7, 6, 5, 4, lass den Fuß gestreckt. 2, 1, halten und kurz lösen. Ich drehe mich wieder einmal für euch um. Wir gehen direkt weiter in schon fast unsere letzte Übung, in den Fire Hydrant, linkes Bein. Bauchnabel zieht wieder ein, linkes Knie über die Seite einmal anheben. Knie schließen und hoch. Wir öffnen und schließen auf 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oben halten, 8 Bouncer, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halten, lächeln, atmen. Und lösen. Bring das Gesäß zu den Fersen, komm in die Stellung des Kindes. Mach dich mal ganz klein und flach. Genieß diese Kompression vom Bauch gegen die Oberschenkel. Und dann einatmen, wieder Wirbel für Wirbel, komm nach oben. Setz dich einmal in den Kretschsitz auf deiner Yogamatte. So, ich hoffe, ihr seid genauso warm und ausgepowert wie ich. Mir läuft der Schweiß. Grätschsitz, so weit die Beine auseinanderbringen, wie es für dich gerade okay ist und heute funktioniert. Und dann leg die Hände ruhig mal so innen an deine Knie beugen. Und dann darfst du mit den Beinen mal so leicht nach hinten wippen. Versuch wirklich beide Sitzbeinhöcker auf die Matte zu bringen. Füße gepointet, gestreckt lassen. Mit der Einatmung, das Herz wächst noch höher. Mit der Ausatmung, lehn dich so weit nach vorn, wie es jetzt heute funktioniert. Und gerne wipp mal so mit der links, eine rechte Schulter von Seite zu Seite. Gleichzeitig wieder versuchen, die kleinen Fußzehen nach hinten zu schieben. Noch 3 tiefe Atemzüge hier. Arbeite dich ruhig mit der Ausatmung noch ein bisschen weiter vor. Und dann halte hier nochmal, bring das Herz aus, atme tief. Und dann Wirbel für Wirbel, roll dich nach oben. Rechter Fuß einmal ran, Fußsohle an die Innenseite vom Oberschenkel. Dreh das Brustbein zum gebeugten Knie und mit dem Arm am Fuß entlang, diesmal Fuß geflext lassen, gehen wir tief, gerne den Fuß greifen oder auch den Fuß ballen. Rechter Arm hebt an, Side Stretch nochmal hier. 3 tiefe Atemzüge. Das Herz noch ein bisschen höher und einmal löse. Direkter Seitenwechsel. Wieder Fuß flexen, mit dem Arm ziehen wir lang, greifen den Fuß, entweder so am Mittelfuß oder gerne am Fußballen. Linker Arm hebt an. Auch hier, du willst dich nach hinten lehnen, das Brustbein nach oben öffnen, Schultern bleiben tief. Und dann einmal lösen. Komm zurück, direkt in die Rückenlage, auf deiner Matte. Roll dich hier mit Bauchspannung, Wirbel für Wirbel tief. Nimm die Knie ruhig mit. Kreis mal mit den Knien in der Luft. Gib dir hier selbst eine kleine Massage für den unteren Rücken. Und dann stell die Füße auf der Matte auf. Rechter Fuß einmal auf das linke Knie. Schieb das Knie weg. Und dann hier so das klassische Nadelöhr, um nochmal das Gesäß zu dehnen. Kopf hebt an. Und dann greif entweder die Oberschenkelrückseite oder direkt das Schienbein und leg dich wieder ab. Wichtig ist mir hier, dass ihr den Hinterkopf, die Wirbelsäule,
komplett bis zum Kreuzbein, also unten am Gesäß, auf eurer Matte geerdet habt. Wenn ihr jetzt so arg gerundet seid oder merkt, so der Nacken zieht, dann lasst den Fuß ruhig aufgestellt und bleibt hier in diesem Stretch. Dann halte noch für 3 tiefe Atemzüge. Nimm mal, wie die Atmung sich jetzt wieder beruhigt hat, gleichmäßig geworden ist. Nimm mal, wie dein Körper sich anfühlt. Nun einmal wechseln, Füße aufstellen, linker Knöchel, rechtes Bein, auch hier für das Nadelöhr. Greif dir wieder Oberschenkelrückseite oder Schienbein, leg dich einmal ab. Und auch hier genießt diesen schönen Dehnungszug in der Gesäßhälfte, in deinem Piriformismuskel. Schieb das Knie aus eigener Kraft, so auf dem Hüftbeuger, einmal weg von dir. Also das Knie, was jetzt hier gebeugt ist. Und dann einmal lösen. Füße aufgestellt lassen, mach nochmal Kreise im Liegen mit dem Kreuzbein auf deiner Matte. Richtung wechseln. Und dann mach dich nochmal klein wie ein Päckchen. Und wir rollen vor und zurück. Auch hier ruhig ein paar Mal rollen. Mach dich rund im Rücken. Und dann komm nach oben in einen Sitz nochmal auf deiner Matte. Zum Abschluss Baddha Konasana, Fußsohlen einmal zusammenbringen. Greif gern direkt die Zehen, Fersen zusammen. Und die Knie nach außen wippen. Hier ruhig 8 Mal. Dann aus eigener Kraft die Knie nach unten und lehn dich noch mal ein Stückchen nach vorn, halte. Nochmal tief durchatmen und dann roll dich wieder auf in einen geraden Sitz. Komm ruhig nochmal bequem auf deine Matte. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr hattet Spaß beim Bio-Workout. Lieben Dank, ich bin die Christine und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Viel Spaß, einen schönen Tag.